Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, ganz klare Sache, am Donnerstag, also übermorgen, morgen gibt es den nächsten Stream, 20.30 Uhr. Gehen wir rein, schön mit einem schönen Pack-Opening, schön Tots-Pack-Opening. Bully kommt dann auch, Bundesliga, wird auch ja sehr, sehr geil, also seid auf jeden Fall mit am Start. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir gehen rein. Wir gehen rein in das heutige Video. Ich hatte ja schon gestern habe ich im Video angekündigt, was wir heute machen werden. Es wird wild, Freunde, es wird wild. Wir machen ja Umtausch und nicht nur einen, sondern zwei, drei sogar. Och, das wird schon wieder geil. Ja, heute wird schon wieder eine richtig geile Folge, ich habe schon wieder richtig Bock. An sich, Tots habe ich schon, ja, noch nicht ganz gespielt heute, muss ich noch machen. Aber ich kann jetzt soweit erstmal nichts öffnen. Ja, hier ist halt noch Trippier. Kann ich mir noch nicht abholen, sollte aber auch bald am Start sein. Das sollte eigentlich auch nicht mehr allzu lange dauern. Genau. Tots-Icon, ja, da bin ich auch gut dabei. Ich kann halt dann noch diesen Umtausch da machen. Hier, den muss ich noch machen. Da habe ich nochmal ein paar Punkte bekommen. Und ja, da kann ich dann halt nochmal den Umtausch machen, aber ich glaube, dass, wenn ich das jetzt hier durchbaue, dauert es ein bisschen zu lang. Deswegen mache ich das dann noch ja privat. Und genau, Freunde, ihr seht schon, bei Marken gibt es einen Punkt, Freunde. Und zwar hat sich gestern noch ein Salah verkauft, Freunde. Salah ist doch noch rausgegangen. Ich hatte doch eben so einen kleinen Riecher, dass er rausgeht. Und kriegen somit 13,5 Millionen und haben jetzt ja fast 250 Millionen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wild, Freunde. Aber da werden auf jeden Fall ja heute noch mal die ein oder anderen Millionen weggehen, weil wir uns unter anderem hier noch so einen hellen Spieler kaufen müssen für den Umtausch. Aber ja, das sollte eigentlich kein Problem sein, Freunde. Ja, ansonsten Champions League, wie sieht es hier aus? Champions League sieht gut aus. Ich kann ja jetzt hier nochmal auf ganz entspannt, Freunde, kommen. Gehen wir hier nochmal durch, auf ganz entspannt. Dann öffne ich hier nochmal ein Pack. Gibt es ja dieses eine Pack hier. 103 Plus, glaube ich, ist es. Können wir jetzt hier nochmal auf ganz entspannt machen, Freunde. Let's go, gehen wir rein. Mal gucken, was wir ziehen. 103 plus. Ich denke mal kein Walkout. Und, jawohl, so ist es. Wir ziehen David Carmo. Okay. Okay, okay, okay. Werbung muss ich ja auch noch schauen. Und hier die ganzen mache ich dann auch noch. Ja, muss ich auch noch machen. Ja, okay. Aber sollte auf jeden Fall ja noch hingehen. Ist ja, sollte auf jeden Fall klappen. Ist ja nicht mehr allzu viel. Genau, Freunde. Ich würde sagen, dann gehen wir mal rein in den Umtausch. Ich hatte ja vor, heute den 110er zu machen. Werde ich auch machen. Es ist halt die Frage, Freunde, die sich jetzt hier stellt. Die 110er, die sind eigentlich auf dem Markt gar nicht mal so verkehrt. Also ich glaube, wenn ich sogar einen 110er Tots-Spieler ziehen sollte, wird der wahrscheinlich verkauft. Weil, guckt euch das mal an. Also hier so Ramsdale, Alter, die gehen halt alle raus. Rashford für 77 Millionen. Junge, Junge, das ist halt... Also wenn ich einen Tots ziehe, dann werde ich ihn verkaufen. Dann werde ich ihn verkaufen, Freunde. Sage ich so, wie es ist. Das ist halt das Problem. Ich brauche halt für den 111er... Baue ich halt zwei, ne? Und ich habe halt nur einen Matthäus. Ja, das wird sich dann halt sehen, Freunde. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier nochmal einen 109er. Ich kann jetzt hier nochmal die drei reinhauen. Und dann machen wir nochmal hier einen 109er. Mal gucken, welchen 109er wir jetzt hier ziehen. Bin ich mal gespannt. Let's go. Brasil, Guimarães. ZM ist, was? Ah, Joelinton 109, okay. Joelinton 109, interessant. Ja, aber geht er raus? Ich glaube nicht, ne? Obwohl die Preise jetzt auch wieder ein bisschen angepasst wurden. Nee, geht er raus, okay. Ja, gut, dann behalte ich den wahrscheinlich für den nächsten 110er-Umtausch. Aber ich würde sagen, Freunde, wir kommen jetzt hier mal zum Eingemachten. Ich glaube, wenn es eine Icon ist, kommt die normale Walker nicht mehr zu, ne? Ich hoffe wirklich, dass es keine Icon ist. Also, wenn es eine Icon ist, dann kann ich halt auf ganz entspannt den 111er-Umtausch machen. Ist halt wieder so die Sache, ne? Wenn ich eine 110er Icon bekomme, kann ich ganz entspannt den 111er machen. Aber wenn ich halt einen 110er Tots spieler, kann ich den A für geile Coins verkaufen, kann ihn aber dafür nicht in den Umtausch reinhauen. Also Freunde, das ist halt irgendwie wieder so eine Sache, ne? Aber ich würde sagen, komm, wir gehen rein. Let's go. 110. Uff, ich bin gespannt. Ich bin gespannt und ich drücke drauf. Let's go. Come on, come on, come on, come on. Und es ist die normale, okay, ist also eine Icon. Also kann ich es in den Umtausch hauen. Es ist Requelme? Ja, es ist Requelme. Requelme 110. Okay, gut. Kommt in den Umtausch, habe ich ja gerade eben schon gesagt. So, da kommt er dann hier rein. Das heißt, ich habe dann schon mal hier den 111er. Aber den machen wir beim anderen Mal nochmal, weil ich ja dann
jetzt erstmal in den Hellenweg gehe, Freunde. Weil Hellenweg habe ich ja jetzt auch nochmal vorbereitet. Genau, da können wir jetzt diesen Umtausch machen. Ja, da ist eigentlich relativ egal, wen ich ziehe. Weil ja, ist mir eigentlich, ja, wie gesagt, egal, weil er kommt sowieso in den Umtausch. Und es ist hier Al-O-Weiren. Es ist zum zweiten Mal, habe ich auch schon mal gezogen. Nehme ich mit, kommt in den Umtausch, ist sehr, sehr gut. Aber das heißt, ich brauche noch einen. Genau, ich brauche noch einen für diesen Umtausch hier. Genau. Und da würde ich sagen, holen wir uns einfach mal ganz schnell einen vom Markt. Und zwar, ja, er ist Al-O-Weiren sogar günstiger. Nehme ich mir den mit. Ganz entspannt. Ja, somit habe ich jetzt noch 213 Millionen. Ja, so schnell geht es auch wieder weg mit den Coins, ne? Eieieiei, da ist er. Al-O-Weiren kommt jetzt auch wieder in den wunderschönen Umtausch. So, wo ist er? Da ist er. So, und zack. Das heißt, wir können jetzt reingehen. Hatte ich ja schon mal gemacht. Damals habe ich, wen habe ich ihn gezogen? Ich glaube, ich hatte, Turi habe ich gezogen. Ja, eigentlich muss ich eine Icon ziehen, ne? Weil ich brauche nur eine 11er Icon. Sonst wird es kritisch. Na, okay, gehen wir rein. Mal gucken, was wir ziehen. Let's go. Oh, ist, glaube ich, er ist ein Icon. Ist es Alonso wieder, ne? Ah, ne, Hero, stimmt. Oh, Lost. Alonso war ja Dings. War ja, sag schnell. Liverpool. Fernando Hierro gezogen. Okay, ist auch ZDM, stimmt. Ist der besser als Alonso? Wenn nicht, würde ich die sogar austauschen. Aber ich glaube nicht, Alonso ist schon ziemlich cool. Aber gut, dass wir hier einen 111er gezogen haben. Weil das passt sehr, sehr gut. Weil jetzt haben wir für den 112er Umtausch, Freunde, haben wir jetzt, sage und schreibe, zwei Prime schon mal. 211er Prime Icons. Ist sehr gut. Ist sehr, sehr gut. Und mein, ja, zweiten, den ich hoffentlich kriege, ist dann hier. Genau. Ach komm, Freunde, wir machen den jetzt noch. Wir machen den jetzt hier noch hinterher, weil ich Bock und Laune habe. Let's go, wir gehen rein. Und wir ziehen Tots-Icon. Ah, Mist. Oder was heißt Mist? Ah, ich weiß nicht. Tottenham, wer ist denn das? Kane? Ich bin lost. Ich kann ja auch... Lol, okay, ich war jetzt komplett verwirrt. Kane 111 gezogen. Okay, das ist jetzt interessant. Das ist jetzt wirklich interessant. Ich habe halt gedacht, dass hier, ne, dass es halt man nur hier die Spieler ziehen kann. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass man auch die normalen 11er ziehen kann. Ja gut, das ist es. Das wirft jetzt meinen Plan nochmal ein bisschen durcheinander, weil für den 112er, ja, das heißt halt, ich kann aber auch hier die normalen 112er ziehen, ne? Okay, das ist andererseits wieder cool. Aber ich brauche also noch eine 111er Icon. Das ist auch wieder die Sache. Was ist denn mit Kane? Geht der irgendwie raus? Nee, er geht. Oder? Warte mal, geht er vielleicht raus? Boah, ist so eine ähnliche Situation wie mit Dings gestern. Mit Salah. Könnte rausgehen. Ja, ich hatte jetzt, wie gesagt, gedacht, dass ich jetzt hier eine 111er Icon ziehe. Wie teuer sind denn die 111er? Die Icons. Da bin ich jetzt auch nochmal. Will ich auch nochmal gerne gucken. Ich hatte halt wirklich jetzt gedacht, ja, die sind halt auch schon ein bisschen teuer, ja. Boah, wo kann ich denn auf jeden Fall noch, ich hätte halt im Champions League Event, ja gut, Champions League Event, da könnte ich halt garantiert einen 111er ziehen. Ja genau, hier gibt es garantiert die, aber das heißt, ich bräuchte hier nochmal 210er. Uff, okay, mal gucken, wie ich das mache. Ja, mal gucken, Freunde. Ich weiß es jetzt aktuell noch nicht. Ja, falls ihr eine Idee habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Haut rein, macht's gut und ciao.